Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just a dolly in the family. Credit cards in the scammers. Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Roblox. Und heute machen wir mal einen, so eine Art Obby, der nennt sich der Fun-Obby oder der Ultra-Fun-Obby. Nee, Mega-Fun-Obby. Okay, hier ist auch direkt schon der Creator und hier ist der Arena-Builder. Okay, dann gehen wir direkt mal in das richtigen Obby rein. Hier ist mein VIP-Raum, aber wir haben kein VIP, das heißt, wir gehen direkt in das richtige Game rein. Und hier kann man sich auch noch ein anderes Game gönnen, also spielen. Aber wir gehen in das Ultra-Fun-Obby hier rein. Und der sieht schon ziemlich dick aus. Und mal gucken, ob wir, also wie weit wir kommen. Und dann fangen wir direkt mal an. Die ersten Jumps sind ziemlich easy. Hier ist ein Checkpoint und ja, das ist, denke ich mal, noch zu easy. Ich hoffe mal, es wird schwerer, aber davon gehe ich mal aus. Ich guck mal, zu welcher Stage wir kommen, ohne einmal zu sterben. Und ja, was ist das denn für eine Banane und ein Apfel? So, das ist ja alles eigentlich schon zu easy. So, ich wollte in dem Video ein kleines Thema ansprechen, und zwar wie das hier weitergeht. Und ja, wir sind jetzt hier schon bei Stage 10, das ist ziemlich cool. Und zwar wollte ich ja bis Silvester jeden Tag ein Video machen, und das versuche ich auch so gut ich kann. Kann halt sein, dass kein Video rauskommt, das wisst ihr aber schon, dass bis Silvester jeden Tag ein Video. Und bald kommt eine Verlosung, und wisst ihr, was noch geiler ist? Es werden jetzt öfter Verlosungen kommen, da ich so eine Art, na, das möchte ich jetzt noch nicht sagen, aber es werden öfter Verlosungen kommen, freut euch drauf, ob Robux oder ob Google Play Karten oder ob vielleicht irgendwas Geld in Jailbreak, weil ich habe letztens nochmal Jailbreak gespielt und ja, kann man reinpacken, ne, da kann man nicht hochspringen, und ich habe letztens Jailbreak gespielt und habe mir nochmal so ein bisschen Geld sozusagen erfarmt, und da hat mich gerade einer abonniert, ziemlich cool auf jeden Fall zu hören, danke für dein Abo an der Stelle. Und ja, dann sind wir immer noch nicht gestorben. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich cool. Und wir sind jetzt schon bei Stage 20. Mich würde interessieren, wie viele Stages es hat. Der MyStage-Typ da hat 164. Das ist schon ziemlich viel. Ich denke, wir werden das in ein paar Parts aufsplitten. Das heißt, wenn ihr noch mehr Parts hiervon sehen wollt, stimmt gerne jetzt mal oben rechts beim i ab. Einfach oben rechts auf dieses i draufdrücken und dann einfach ja oder nein halt an kreuzen sozusagen, und dann mache ich noch ein Part oder halt kein Part. Ich bin ja auch bei meinem zweiten Account, weil ich auf meinem ersten Account schon, glaube ich, ein bisschen gespielt hatte, wenn das der Obby ist, den ich denke, dass es ist, aber ich glaube, das ist nicht der Obby, das ich denke, dass es ist. Aber ist ja egal. So, dann springen wir hier immer noch und wir haben einfach noch gar nicht verkackt. So, by the way, hättet ihr nochmal Lust auf Minecraft zum Beispiel, weil da habe ich jetzt auch schon länger nichts gebracht und wir sind bei Stage 20 angekommen. Und die Auslosung hat sozusagen entschieden, dass wir bei Dragon Ball Z, also ich mache ja ein Dragon Ball Z Let's Play, da nehmen wir Freezer, was ich auch ursprünglich geplant hatte, also ich wollte Namekiana oder Freezer nehmen, und ich hatte mehr Bock auf Freezer, und die Abstimmung hat auch gezeigt, dass Freezer eindeutig gewonnen hat. Ich kann euch ja mal gerade die Abstimmung einblenden, wenn ich es nicht vergesse, für die Regie einblenden. Und hat das jetzt einen Unterschied wegen der Farbe? Ich glaube ja nicht, also ich merke nichts. Und wir sind schon bei Stage 37 ohne zu sterben. Das ist natürlich ziemlich cool. Ja, aber jetzt wird schwieriger, kann man so sagen. Stage 40. Bis jetzt kommen auch immer nur so simple Teile, so du musst halt springen, aber nicht irgendwie so war. Genau, gerade als ich es anspreche, kommt das, was ich befürchtet hatte. Nämlich so Laserteile, die dich sofort umbringen. Nein, jetzt sind wir gestorben. Bei Stage 42 sind wir verreckt. Okay, das ist natürlich nicht so cool. Und hier wird es jetzt auch echt schwer. Bin ich mal gespannt. Es tut mir leid, wenn ich manchmal nicht rede, aber ich bin in manchen Momenten einfach ein bisschen angestrengter wegen den Obbys halt. Also wegen den Jump and Runs. Ich hoffe, ihr versteht das, aber ja, ist halt so. Und ja, dann springen wir einfach direkt hier mal weiter. Und hier sind wir aus Dummheit gestorben. Ja. Springen wir mal direkt nach da unten. Und das geht nicht. Das heißt, wir springen nicht direkt nach da unten, sondern wir springen einzeln runter. Also der Obby müsste auch in der Beschreibung verlinkt sein, falls ihr ihn spielen wollt. Wobei er eigentlich dauerhaft in den Trends ist. Und hier wäre eigentlich die Stelle, wo man als erster stirbt, weil du nie weißt, wo du lang gehen musst. Ich tippe jetzt einfach mal auf blau, und blau ist falsch.
Jetzt tippe ich einfach mal auf grün und grün ist auch falsch. Ich wette, ich kriege jetzt eh als letztes das, was das Richtige ist. Ah ne, gelb ist richtig. Ja. Jetzt grün. Mist. Also gelb, vielleicht nochmal gelb. Das ist ein richtiger Prank. Gotcha, bitch. Jetzt grün. Mist. Weil wenn es jetzt dreimal gelb ist, lass uns austesten. Gelb, gelb, wobei ich das nicht denke. Genau. Mein Denkweg hat sich bestätigt. Dann testen wir mal rot aus, weil rot kam noch gar nicht dran. Rot ist falsch. Das heißt, blau ist richtig. So, wir sind bei Stage 50. Denke ich, wir schaffen das heute noch bis Stage 100. Wäre schon möglich, aber es ist schwer, aber nicht unmöglich. Mist, da ist mir wieder runtergefallen. Also die Stage ist ja schon ein bisschen was schwerer. Und da haben wir das jetzt aber auch geschafft. Ich denke mal, die Teile bringen dich wieder um. Springen wir einfach drüber. No problem. Hier kann man... Oh, ich wollte gerade sagen, hier kann man einfach drüber laufen, aber das sieht nicht so aus, weil man da durch manche Teile durchfällt. Und man fällt irgendwie... Das war klar, das war so klar, dass das Letzte, dass man durch das Letzte durchfallen kann. Das war mir irgendwie klar. Und da kann man aber auch durchfallen. Dann gehen wir mal hier hin, dann hier hin und dann hier. Perfekt. So, ich würde sagen, jumpen wir einfach mal weiter und fallen mies runter. Like the... No, ich will das Teil nicht skippen. Das kostet nämlich Wetten Robux. Ja, definitiv kostet das Robux, sonst wäre das irgendwie unlogisch. Und das hier finde ich cool. So, by the way, eine Frage. Hättet ihr eigentlich Bock, dass ich auch ein eigenes Roblox-Spiel rausbringe? Also, dass ich persönlich ein eigenes Spiel create, vielleicht mit ein paar Helfern, und dann ein Spiel rausbringe, wie zum Beispiel ein Obby, weil Obby ist nicht so schwer zu erstellen, denke ich mal, oder ein Tycoon. Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und das hier ist auch nicht so schwer, wie es aussieht. Einfach Rechtsklick gedrückt halten, dann geht das schon. Hier ist jemand gestorben, ich denke, das ist auch echt etwas schwierig. Ja. Schwieriger. Alter, du schubst mich hier komplett rein. Hallo? Mist. Ja, das sind so Feuerwehrleitern, also sehen für mich so aus wie Feuerwehrleitern. Und ich schaffe es gerade einfach nicht. Mann, oh Mann. By the way, könnt ihr mal auch mal Instagram abchecken. Ich lade da manchmal so ein paar Bilder hoch. Einfach empfehlenswert. Ich mache da auch in meine Stories immer, wenn kurz bevor ein neues Video online kommt, lade ich das da hoch, dann wisst ihr Bescheid. Falls ihr Instagram habt, hier ist nochmal eingeblendet, wie ich auf Instagram heiße, und ich faile gerade ziemlich hart rein. Dann werde ich das Ganze jetzt einfach mal timelapsen, also mit einer Timelapse. Oder auch nicht, weil ich es geschafft habe. So, jetzt sind wir schon bei 60 angelangt und springen direkt mal weiter. Ah, hä? Muss man also hier drauf gehen? Ja, okay. Ich dachte, man muss auf die grünen Teile. Und das ist auch schwerer, als es aussieht. Kann man hier vielleicht drüber hopsen? Nee, kann man nicht. Okay, dann gehen wir einfach hier am Rand entlang. Mist. Mich hat gerade schon wieder einer abonniert. Ja, danke an der Stelle an dich. Stream kommt übrigens auch bald, also am Sonntag denke ich mal streame ich, oder vielleicht sogar auch schon heute oder morgen. Werde ich dann, wie gesagt, also werde ich dann nicht wie gesagt, sondern werde ich im Video dann noch antönen. Vielleicht, also ihr könnt euch vielleicht bewaffnet halten, dass ich heute vielleicht noch um 9 Uhr oder sowas streame. Aber ich gehe davon mal nicht aus und jetzt mache ich echt meine Timelapse. Geschafft. So, wir sind schon bei Stage 61. Könnte man rein praktisch jetzt da runterspringen. Da waren wir am Anfang relativ. Ja, aber ich probiere es besser mal nicht aus, sonst läuft noch irgendwas schief und dann ist die ganze Aufnahme sozusagen im Arsch. So, das hier sieht ziemlich easy aus. Eigentlich reicht es schon, wenn man nur geht. Ja. Ziemlich einfach. Und da... Mister, muss man hier so
Das ist ziemlich easy. Jetzt hier runter könnte ein bisschen schwieriger sein. Wobei, nee. Das hier ist auch einfach. Also der Obby ist generell so ein bisschen einfach. Auf das hier habe ich auch schon gewartet. Ich dachte, hä, wann kommt das denn? Nur das ist auch ziemlich einfach eigentlich. Du musst halt nur im richtigen Moment stoppen. Einfach in First Person mache ich das immer. Guckst auf den Boden wie gerade und dann geht das eigentlich schon relativ klar. Wenn ihr generell mehr Bock auf Obbys habt, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und ja, das könnt ihr dann gerne in die Kommentare schreiben. Verkackt. In Kommentare schreiben. Und ja, ich hab auf jeden Fall mehr Bock auf Obbys. Wenn ihr auch mal einen Tycoon sehen wollt, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Nur Tycoons dauern immer so ein bisschen länger. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich Robux entweder ausgeben oder das ein bisschen timelapsen. Also beschleunigen. So, was ist das jetzt? Ich weiß jetzt ja nicht, was ich hiervon halten soll. Also das war jetzt eine geschenkte Jump-Run sozusagen. So, genauso wie das. Das sieht auch easy aus. Wobei, doch, ich dachte, ich bin runtergefallen. Das hab ich schon so nach hinten gezogen, aber ich bin ja noch nicht runtergefallen. Doch, auch geschenkt eigentlich. So, jetzt hier runter. Ich hätte fast den Checkpoint vergessen. Das 10, wie süß. Wir machen bis 80 und dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit der Folge. Aber die Endcard kommt später. So. Man rollt hier so ein bisschen ab, das ist ziemlich nervig. Aber es geht noch klar. So, jetzt sind wir schon hier. Jetzt kommt wieder so eine Stage. Das beschleunige ich mal gerade. Oder ich beschleunige das nicht, weil ich gerade ziemlich gut war in diesem Modus. Alter, was war das gerade für ein Adrenalinkick, ey? Ich dachte gerade so, oh mein Gott, ich falle da eh jetzt runter. Das war gerade voll schwer. Müsst ihr auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Und wir sind bei 80. Das heißt, wir haben auch gerade schon ein Achievement bekommen. Das heißt, ich würde an der Stelle auch mal die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da unten. Ein Abo, das würde mich sehr freuen. Kommentar auch nicht vergessen. Und ja, haut rein und ciao, Leute. By the way, wir haben erst 6%. Ach du Scheiße, Alter, wie groß ist der bitte?